Gehen hier mal rein. So, jetzt hört man das auf YouTube soweit und tatsächlich auch in BigBlueButton und hiermit euch ein herzliches Willkommen beim ersten Vortrag. Ja, mein Name ist Jörg-Frederik Vogelbacher. Ich führe nebenbei den YouTube-Kanal Linux Guides, wo ich ganz, ganz viele Tutorials rund um Linux hochlade, vor allen Dingen aber auch für Einsteiger. Und ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Dafür gehe ich hier mal ganz schnell auf die Bildschirmfreigabe und wir wechseln auf ein hier wunderschönes System. Das müsstet ihr jetzt hoffentlich alle sehen. Riechst du einen Tick weit runter, du bist immer im roten Bereich. Da ist ein Ticken weit runter, dann tue ich mich da nochmal gerne runterstellen. Ich bekomme hier direkt neben mir ein paar Regieeinweisungen. So, wunderbar. Dann geht's weiter. Wir haben jetzt hier einmal unser wunderbares, jetzt in dem Fall noch Windows. Ich zeige euch heute, wie ihr von Windows auf Linux wechseln könnt. Und genau dafür brauchen wir lediglich einen USB-Stick, so mindestens 4 GB groß, eine Internetverbindung und ein bisschen Zeit. Das kriegen wir alles hin. Und ich würde sagen, ich mache hier mal schnell mein Skript auf und ich gehe hier mal auf YouTube in den Vollbildmodus, dass ihr das mehr seht. Jetzt seht ihr mein Gesicht nicht mehr, aber ihr seht jetzt besser die Bildschirmaufnahme hier. Die ist ein bisschen verzögert, sollte aber dennoch, glaube ich, ganz gut hinhauen. Ja, also erstmal müssen wir ein paar Sachen vorbereiten für unsere Linux-Installation. Dazu eröffnen wir den Webbrowser unserer Wahl und tatsächlich, als hätten es die Linux Mint Entwickler heute gewusst, dass wir diesen Vortrag hier halten, wurde heute die neue Linux Mint Webseite gelauncht. Ich gehe einmal auf linuxmint.com. Diese Seite müsst ihr öffnen, findet ihr dann später auch in der Videobeschreibung. Und wir laden uns erstmal Linux Mint herunter, dass wir das überhaupt installieren können. Dafür gehe ich hier einfach auf den Download-Button, der hier schön groß hervorsticht, wähle hier einmal die Cinnamon-Edition aus. Also die würde ich jedem Nutzer erstmal empfehlen, soweit er erstmal einen Rechner hat, der jetzt, ich sag mal, keine Kartoffel ist. Wer jetzt einen etwas älteren Rechner hat und ein bisschen Performance sparen will, der macht das am besten mit der XFCE-Edition. Funktioniert der Desktop fast genauso. Nur ist er vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas gewöhnungsbedürftiger, wenn man jetzt erstmal XFCE nicht kennt. Aber soweit erstmal so gut. Ich wähle die Cinnamon-Version aus und wir wählen Download aus. Und dann müssen wir hier einmal ein bisschen runter scrollen und dann sehen wir hier ganz, ganz viele Server, woher wir das herunterladen können. Ich gehe jetzt mal in den deutschen Bereich und werde jetzt in meinem Fall, wir sind hier gerade in Kiel, NetCologne ist wenigstens schon mal in Köln, nehme ich jetzt einfach mal das hier und wähle Datei Speichern aus. Ja, gut, das wäre die erste Datei, die wir herunterladen müssen. Die zweite folgt sogleich. Dazu gehen wir hier nochmal auf eine weitere Seite, die nennt sich etcher.io. Einfach so eingeben. Link ist natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und das werden wir nun hier einmal herunterladen. Da müsste gleich der Button erscheinen. Genau, wir wählen Download for Windows aus und wählen Datei Speichern aus. Ja, wunderbar. Das Ganze wird jetzt hier heruntergeladen. Ich habe das Ganze allerdings schon gemacht. Von daher kann ich die beiden Downloads abbrechen. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Ich kann von daher hier den Browser schließen, Tabs schließen. Und wir kommen zu unserem Dateimanager hier einmal. Und gehen einmal in die Download-Sektion und haben hier einmal Balena Etcher Setup. Ja, diese Datei doppelklicken wir einfach mal. Das dauert ein Momentchen. Ja, ist natürlich alles live, von daher ist gerade Schneiden etwas schwierig, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wunderbar. Das Webcam-Mic ist wohl oder sitzt eine Blechtonne, steht da auf YouTube. Ist meine Mikrofonqualität okay, frage ich einfach mal in die Runde.
Ansonsten. Also das hält ein bisschen, aber das nimmt zu viel vom Raum auf. Ist es das hier oder ist es was anderes? Ja. Ist schon das hier. Okay, wisst ihr was? Dann danke erstmal hier für den Hinweis. Dann stelle ich das Mikrofon hier ein bisschen näher ran, dass es hoffentlich ein bisschen besser geht. So, ich werde hier einmal annehmen aus und dann installiert sich hier auch schon Balina Etcher, womit wir dann unseren USB-Stick erstellen können. Unseren USB-Stick erstellen wir ganz einfach, indem wir dieses Programm, was wir eben installiert haben, öffnen. Wir wählen Flash from File aus und wählen jetzt hier einmal unsere heruntergeladene Linux Mint ISO-Datei. Oder ja, die heißt in dem Fall nur Linux Mint 20.2 Cinnamon 64-Bit in meinem Fall. Ich wähle hier einmal Öffnen aus. Und dann kann man jetzt hier seinen USB-Stick auswählen. Wichtig, alle Daten, die auf dem USB-Stick bis jetzt drauf waren, werden damit gelöscht. Ihr könnt den USB-Stick am Ende wieder ganz normal formatieren, aber für den Installationsprozess müsst ihr da alle anderen Daten erstmal runterhauen quasi, beziehungsweise es macht dann schon das Programm selber für euch. Das heißt, da sollten jetzt keine wichtigen Daten drin sein. Dann könnt ihr hier einmal euer Target oder euer Ziel hier einmal auswählen. Ich habe jetzt in meinem Fall keinen USB-Stick. Ich werde da ein bisschen schummeln. Solltet ihr aber auf jeden Fall machen und dann hier als drittes auf Flash drücken und dann passt es soweit. Währenddessen der USB-Stick geschrieben wird, können wir parallel einmal in unserem Startmenü Partitionierung auswählen. Festplattenpartitionen erstellen und formatieren. Das wählen wir direkt aus. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Speicherplatz auf unserem Rechner freischaufeln, damit wir darauf überhaupt Linux installieren können. Man könnte das theoretisch auch von der Installation aus selber machen, aber ich würde es lieber so empfehlen, ganz einfach, weil ja Windows mit seiner Festplatte wahrscheinlich besser zurechtkommt als jetzt vielleicht irgendein System, was als dritte Person oder als drittes System da drauf greift. Ich wähle hier einmal Rechtsklick auf unsere C-Platte aus. Ihr könnt irgendeinen Festplattenspeicher oder irgendeine Festplatte nehmen, wo ihr das drauf installieren wollt. Das ist euch überlassen. Ich würde euch erstmal C empfehlen. So wird es wahrscheinlich bei den meisten sein. Ich wähle Rechtsklick aus und ich wähle Volume verkleinern aus. So, und zu leise lese ich hier auch nochmal. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Wisst ihr was? Dann tue ich das hier mal ein bisschen lauter machen. Dann hört ihr mich auf YouTube auf jeden Fall ein bisschen lauter. Vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen hier. Wir sind hier noch in der ersten Stunde. Da könnte noch nicht alles so perfekt passen vom Ton hier. Aber das kriegen wir alles hin. So, jetzt können wir hier den zu verkleinernden Speicherplatz auswählen. Das ist einmal, wie groß am Ende unsere Linux Mint Partition sein sollte. Ich wähle in dem Fall jetzt einfach mal 25 und 3 Nullen aus. Das steht für 25 Gigabyte. Und das reicht jetzt zum Testen und zum ersten Rumprobieren vollkommen aus. Wenn ihr es wirklich richtig nutzen wollt, empfehle ich so 40 bis 50 Gigabyte mindestens. Am besten, ihr teilt vielleicht ganz einfach eure Partition. Also wenn ihr jetzt eine 500 Gigabyte Festplatte habt, beispielsweise einfach 250 Gigabyte zuweisen. Je nachdem, wie ihr wollt. Ich wähle einmal Verkleinern aus und dann dauert das ein Momentchen. Jetzt in dem Fall, weil es ein relativ frisches System ist, geht das sehr, sehr zügig. Es könnte aber schon mal ein Minütchen dauern. So, dann hätten wir das einmal. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wir haben jetzt einmal unseren USB-Stick erstellt und wir haben einmal unsere Festplatte so vorbereitet, dass wir jetzt ganz einfach mit der Installation starten können. Jetzt können wir auch schon mit der Installation starten, nur dafür müsst ihr erstmal vom USB-Stick booten. Und da gibt es leider kein einheitliches Kochrezept. Da hat jeder Laptop-Hersteller, jeder Rechner, Mainboard-Hersteller so seine eigene, ich sag mal, Prozedur. Meistens ist es das BIOS vielleicht Fastboot auszustellen. Ich würde auch eher empfehlen, das Secureboot auszustellen und dann über das Boot-Menü einfach diesen USB-Stick zu booten. Generell könnt ihr danach einfach suchen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise, ich habe jetzt hier momentan ein Lenovo Yoga 530 in meinem Fall. Also in dem Fall Lenovo Yoga reicht vollkommen aus. Das unterscheidet sich nicht von Modell zu Modell, eher von Hersteller zu Hersteller. Und dann sage ich jetzt in dem Fall von USB booten. Hier wird mir direkt vorgeschlagen und dann
Gut. Ne? Kann man die Suchmaschine seiner Wahl wählen und hier ganz einfach in den ersten 2, 3 Suchergebnissen das finden. So, da muss ich euch jetzt alleine auf die Reise schicken. Das haben aber ganz, ganz viele von euch schon hinbekommen und bekommt ihr sicherlich auch hin. Falls ihr doch noch Schwierigkeiten haben solltet, wartet einfach mal bis zum Ende ab. Da gebe ich noch ein paar Tipps, wenn ihr vielleicht Probleme haben solltet mit eurer Linux-Installation oder einfach irgendwo Hilfe braucht. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ich fahre jetzt mein System hier herunter und starte es quasi neu, damit wir von unserem USB-Stick aus starten können. Ja, ich fahre das jetzt hier mal schnell herunter, weil jetzt muss ich ein bisschen tricksen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich habe hier überhaupt eine ISO. Da. Das wäre natürlich jetzt der Treppenwitz der Geschichte, wenn ich jetzt hier keine ISO da habe. Mach mal schnell die Bildschirmfreigabe weg. Das dauert ein Momentchen. So, ich habe tatsächlich keine ISO da. Das ist natürlich schwierig. Dann schauen wir mal schnell. Vielleicht gehen wir sogar kurz in die Pause. Es tut mir sehr leid, da habe ich einen ganz entscheidenden Schritt tatsächlich nicht vorbereitet. Es tut mir sehr leid. Ich würde mal sagen, wir gehen ganz, ganz kurz in die Pause. Es sollte 2, 3 Minuten dauern. Und dann sind wir gleich wieder da. Es tut mir sehr leid. Ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. So, ich hier mal eine kurze Pause stellen. Und jetzt sind wir auch auf YouTube wieder da. Falls es Fragen gibt, schreibt die gerne in den Chat und wir beantworten die gerne. Können wir ja schon mal die 1-2 Minütchen nutzen, wo jetzt ich hier noch ein bisschen nachbereiten muss. Wenn es Fragen gibt, einfach gerne direkt in den Chat hauen. So. Ansonsten sehe ich ja tatsächlich erstmal keine Frage. Wunderbar, dann frage ich einfach mal in die Runde, wenn wir sowieso schon da sind, was haltet ihr von der neuen Linux Mint Webseite? Es hat sich ja, muss ich sagen, echt, war nicht mehr so schön anzuschauen und ich hätte gar nicht gerechnet, dass sie jetzt schon so früh kommt. Was haltet ihr davon? Könnt ihr einfach mal so just for fun in die Kommentare schreiben. Muss ich sagen, habe ich heute Mittag dann direkt nochmal gecheckt und war erstmal verwirrt. So, was, warte mal, kenne ich gar nicht. Ja. So, also wir haben schon über die Hälfte hier, noch 2 Minuten, dann haben wir es. Das tut mir sehr leid, wirklich. Ja. Alles vorbereitet, aber dann scheitert es an sowas. Es fragt jemand in YouTube, gibt es Beiträge zum Alsa-Alsa-Sound? Zum Alsa-Sound, ja. hast du da einen Plan, Hauke, zufällig, ob es da was zum Alsa-Sound gibt? Irgendwie in der Hinsicht? Ich schaue auch gerade mal durch. Die konkrete Frage ist was? Ob es Vorträge zum Alsa-Sound gibt? Zum Alsa, ja. Ne, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also tatsächlich gar nichts. Also das Programm ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben auch auf jeden Fall nochmal eine Überraschung für euch. Heute oder morgen? Wann kommt die große Überraschung mit dem Wie meinst du jetzt? Mit dem W?
Mit dem W? Er weiß nicht, was ich meine. Aber es würde auf jeden Fall nochmal eine große Überraschung kommen. Wir haben ja nachher noch die Fragestunde, da können wir das mit Alsa uns dann nochmal zu Gemüte führen. Mit Alsa, ja klar, ne? Wenn es da Fragen gibt, höre ich hier gerade von Hauke aus dem Off, dann können wir das natürlich dann in der Fragestunde nochmal ein bisschen größer machen. So, es schreibt jemand, aber es stört mich sehr, dass es kein Office gibt, beziehungsweise keine sehr gute Alternative zu Linux. Kann ich euch auch gerne mal was direkt vorn wegnehmen. Man muss sich umgewöhnen in der Hinsicht, man hat halt nicht das große Microsoft Office Word ist da auf Linux. Allerdings gibt es die Online-Version, die tatsächlich schon relativ viel abdeckt. Wir haben Google Docs beispielsweise, wenn man das nutzen will. Ansonsten haben wir auch LibreOffice, was auch sehr, sehr stark ist und was man auch so einrichten kann, dass man sich da viel leichter zurechtfindet. Und ich muss sagen, ich selber nutze diese Einstellung mittlerweile täglich. Also ich habe mich umgewöhnt quasi auf die Word-Ansicht. Das ist ganz witzig. Und ich sehe hier gerade, wir sind hier soweit startklar. Dann würde ich sagen, gehe ich hier mal schnell rein. Ich teile gleich direkt wieder meinen Bildschirm, dann seht ihr das alles wieder. So, einmal hier zufügen. Linux Mint. Wunderbar. Okay, dann wähle ich das einfach mal aus. Und ich gehe hier mal rein. So, schaut mal. So, okay, jetzt ist der Pausenscreen vorbei. ich schicke euch jetzt mal schnell hier die neue Version rein. Zack. Und teil. Super. Und jetzt müsstet ihr langsam den Bildschirm wieder sehen. Das sieht gut aus. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben jetzt unseren USB-Stick gestartet. Jetzt kommen wir hinten so ein Auswahlmenü, was entweder so aussieht. Dann merkt euch, dass ihr, dann müsst ihr euch gar nicht merken für diese Installation. Ihr sagt einfach Start Linux Mint. Es könnte auch ein bisschen anders aussehen, dass wir so ein großes schwarzes Fenster haben mit so noch kleinerer Schrift in Anführungszeichen. Ist erstmal egal. Ihr wählt einfach das erste aus oder lässt es auswählen. Das startet sich, glaube ich, nach 10 Sekunden automatisch und dann passt das soweit. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal Linux installieren. Da gehen wir mal direkt hin. Währenddessen schauen wir mal, ob ihr was zur Webseite geschrieben habt. Hier wird schon sehr hart mit der Office-Software diskutiert. Da können wir gerne auch noch in der Fragestunde größer drauf eingehen. Kann man. Ich hoffe, bei euch war das auch nicht so laut. War das bei dir auch so laut? Ich habe einen Kling gehört. Also, es ist so richtig laut? Nee, ist gut. Ich hoffe es. Bei mir war es ultra laut. Okay, gut. Ihr müsstet es gar nicht gehört haben, dann passt es soweit. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt hier einmal unser System gestartet. Jetzt müssen wir erstmal das ganze System installieren, weil das, was wir sehen, das wird nur gerade vom USB-Stick aus gestartet. Wenn wir das wieder herunterfahren würden, dann wäre da kein Linux Mint drauf. Wir müssen das jetzt auf die Festplatte schreiben. Das machen wir hier ganz einfach mit Install Linux Mint. Wir wählen hier unsere Sprache aus, wählen einmal Weiter aus. Dann wird hier nach der Tastaturbelegung gefragt. Die passt in meinem Fall jetzt einmal. Ich wähle Weiter aus. Ich empfehle euch ganz stark, Multimedia Codex zu installieren, falls ihr verschiedene Videoformate abspielen wollt in der Hinsicht andere Multimedia Codex eben drin haben wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, außer ihr wollt das nicht, weil manche, glaube ich, davon sind proprietär, von daher ist das optional. Proprietär bedeutet, dass quasi der Source Code nicht öffentlich ist, dass wir nicht wissen, was genau in diesem Code steht, würde ich jetzt mal ganz, ganz hemmsärmlich sagen. So, jetzt kommen wir hier zur Installationsart. Und ich würde euch empfehlen, das erste auszuwählen, Linux Mint neben Windows 10 zu installieren. Ich wähle einmal jetzt installieren aus. Und ich wähle weiter aus. Das passt soweit, das macht er alles vollautomatisch. Und weil wir schon unsere Festplatte freigeschaufelt haben, fragt er auch gar nicht mehr, wie viel Speicherplatz er da jetzt irgendwie verwenden soll. Er erkennt das automatisch, diesen freien Speicherplatz und installiert sich jetzt dahin. Dann müssen wir noch unsere Zeitzone angeben, das ist in dem Fall Berlin. Dann einmal als nächstes unseren Namen. Ich bin der Jean,
Dann könnt ihr einen Namen des Rechners eingeben, wenn ihr wollt. Da, so wird er dann im lokalen Netzwerk angezeigt, beispielsweise dann später auf der Fritzbox oder im Terminal dann dahinter. Ist aber gar nicht so wichtig. Also das Voreingestellte reicht da vollkommen, aber manche geben da dann doch ihrem Rechner so einen coolen Namen. So, dann müssen wir noch ein Passwort definieren. Man muss leider auch ein Passwort definieren. Es geht nicht, dass man keins definiert. Das wünschen sich zwar manche, aber tatsächlich ist es schon sehr, sehr wichtig für die Sicherheit, Sicherheitsstruktur in Linux, dass wir da was einfügen. Was ihr aber anstattdessen machen könnt, dass ihr beispielsweise automatisch anmelden auswählt. Das heißt, wenn ihr euren Rechner startet, müsst ihr kein Passwort eingeben. Ich lasse es aber in meinem Fall bei dem Standardpasswort zum Anmelden abfragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch euren persönlichen Ordner selber verschlüsseln. Ist in der Hinsicht ganz cool. Wenn man allerdings das Passwort verliert oder diesen Schlüssel, dann sind halt eben die Daten weg. In meinem Fall reicht es mir jetzt aber auch schon so und ich wähle weiter aus. Und hier wird schon Linux mit installiert. Das ist die ganze Installation. So einfach geht es. Jetzt müssen wir noch abwarten und Tee trinken. Ich kann ja hier nochmal wunderbar ein bisschen was von meiner Tasse nehmen. Mittlerweile auch herrlich kalt, aber so habe ich es am liebsten auf jeden Fall. Ja, gibt es denn Fragen soweit? So, ja, Webseite ist grün, schreibt jemand, ja, zur Webseite. Okay, alles geschafft, ja. Okay. Ja, viele Workshops sind schon ausgebucht, oder? Ich habe jetzt tatsächlich. Was meinst du? Das IT-Workshop von Andreas Till fällt leider auch aus. Ja, tatsächlich, ne? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, einen Vortrag von Andreas Tille, der Debian-Paketier-Workshop fällt leider aus. Tut uns sehr leid, haben wir jetzt auch erst vorhin mitbekommen oder die Info bekommen. Von daher ja ein bisschen schade natürlich, ne? Wir schauen doch einfach mal in das Programm rein, was es so währenddessen noch gibt. Tatsächlich kann man während der Installation noch hier auf Linux Mint rumsurfen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dauert natürlich ein Momentchen länger. So, schauen wir hier mal. Also die einzig wahre Seite, die ihr heute oder die nächsten 3 Tage kennen müsst, ist einmal kilux.de. Ja? Nicht kilux.ide, das ist was Falsches. kilux.de. Wunderbar. Und da gibt es ein Programm. Genau. Und da haben wir einmal, wenn ich hier mal so sagen darf, den Linux Presentation Day, den haben wir schon vorhin vorgestellt hier. Ja, läuft auch direkt gerade, habe ich mir sagen lassen. Anstattdessen haben wir morgen ganz, ganz viel. Wir haben einmal tatsächlich den Open Source Arbeitsplatz Schleswig-Holstein. Tatsächlich sind wir ja hier im KITZ untergebracht. Das ist das Kieler Innovationszentrum und Innovations- und Technologiezentrum. Sind wir hier untergebracht, ganz netterweise und werden die auch immer wirklich vorzüglich, ich sag mal, versorgt mit allem drum und dran. Da wird auch am Sonntag fahre ich schon wieder nach Hause. Am Samstag, glaube ich, oder? Ist das? Samstag 12 Uhr ist die Sponsorenvorstellung. Ach, die meinst du, die mit dem Wehl? Warum Wehl? Warum meinst du mit Wehl? Die Sponsorenvorstellung mit Wehl? Da ist doch kein Wehl, oder? Nee, das meine ich auch nicht. Achso, ja, okay. der Hauke hier wieder neben mir. Ja. Ne? Gut, wir können ja noch so ein bisschen hier misstreiben, während das noch installiert. Ist da Schleswig-Holstein schon ganz gut dabei. Und ich muss sagen, kann man wirklich nur mega dankbar sein, dass es hier solche Leute gibt, die das hier wirklich so großflächig unterstützen und uns da auch groß oder besonders Hauke da unter die Arme greifen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wir werden tatsächlich im Linux-Kernel ein bisschen hacken, ja, mit Jürgen Groß. Jürgen Groß war ja auch schon letztens auf Linux Guides vertreten haben Hauke und ich quasi dann interviewt. Auch eine sehr, sehr schöne Aufzeichnung, könnt ihr euch alles anschauen auch nochmal. Dann schauen wir uns morgen auch nochmal Debian 11 an, Hauke und ich. Wir kommen zu Phoenix einmal, das große Projekt.
Dann halte ich einen Vortrag über die Godot Engine, wie man Spiele programmiert unter Linux. Allerdings eher so vortragsmäßig. Wir machen jetzt nicht so viel Praktisches, aber ich gebe da mal so einen großen Überblick zu und warum vielleicht auch Godot man nehmen sollte. Und hier gibt es wirklich ganz, ganz viel. Schaut da mal rein. Also ich freue mich natürlich am meisten auf Software Freedom Frühstück. Da gibt es Essen. Ist aber allerdings nicht live auf YouTube. Da müsst ihr dann in den Big Blue Button Raum kommen. In Güsternbruck dann hier. Ihr könnt nebenbei einen Big Blue Button Raum, ich sag mal, beitreten, indem ihr hier auf Mehr geht. Und dann findet ihr hier unter Weiterführung der Links den Raum. Ja, mal so ein bisschen nebenbei. So, gibt es denn sonst noch Fragen? Ich beantworte sehr, sehr gerne auch Fragen, wenn es welche gibt. Ist soweit erstmal nicht der Fall. Das ist schön. Währenddessen kann ich vielleicht schon mal irgendwas währenddessen erzählen. Ich tue mal in mein Skript so reinlauschen, weil natürlich uns die Zeit natürlich auch ein bisschen davon rennt. Aber soweit, glaube ich, sehe ich hier erstmal nichts, dass man hier groß. Währenddessen kann ich vielleicht schon mal den Punkt ansprechen, wo man Hilfe bekommt. Hilfe bekommt man unter anderem bei örtlichen Linux-User-Groups. Linux-User-Groups sind so, ja, man könnte so schon fast Stammtische sagen, wo sich einfach Leute teilweise wöchentlich, teilweise monatlich treffen, um ja, gemeinsam einen netten Abend zu haben, aber auch gerne dann anderen Leuten beispielsweise zu helfen mit irgendeinem technischen Problem auf Linux und so weiter oder auch tatsächlich direkt Linux installieren. Da sind, glaube ich, alle ganz heiß drauf, ja, euch das mal zu zeigen, in Anführungszeichen. Da gibt es verschiedene Looks und das kann man unter anderem auf prolinux.de/looks nachschauen. Die Seite sollte auch, soweit ich weiß, noch aktuell sein, weil prolinux.de ja leider mittlerweile eingestellt ist. Da findet ihr ja alle Linux-User-Groups auch in eurer Umgebung quasi. Könnt einfach mal eure Postleitzahl oder euren Ort eingeben. Und dann wird euch das hier direkt angezeigt, wo vielleicht die nächsten Looks sind. Also es gibt gefühlt in jeder größeren Stadt eine Linux-User-Group. Da werdet ihr auf jeden Fall immer Hilfe bekommen. Sollte die Hilfe mal schneller sein, kann ich euch auf jeden Fall einmal die Seite. Der Rest kommt später. Unsere Installation ist abgeschlossen. Haben wir schon mal die Linux-User-Groups abgefrühstückt. Ich kann jetzt hier erstmal alles schließen im Hintergrund und sehen wir hier, Installation ist abgeschlossen worden. Wir wollen das Ganze jetzt neu starten. Das machen wir direkt mal. Zack. Und das dauert ein Momentchen. Und jetzt kommt hier die Nachricht, okay, wir können jetzt unser Installationsmedium entfernen, unseren USB-Stick. Das könnt ihr jetzt machen, einfach einen USB-Stick rausziehen. Den braucht ihr jetzt nicht mehr, könnt jetzt formatieren. Und wir können jetzt die Eingabetaste drücken und unser System startet sich. So, jetzt können wir hier einmal zwischen Linux Mint 20.2 in unserem Fall wählen oder eben unserem Windows 10 am Start. Automatisch wird Linux Mint gebootet. Falls ihr das anders haben wollt, dass ich beispielsweise automatisch Windows 10 bootet, habe ich dazu auch schon mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Einfach mal danach suchen. Startreihenfolge Linux ändern oder sowas. Dann solltet ihr das finden. Verlinke ich euch aber auch gerne nochmal am Ende in die Videobeschreibung. So, wir wählen jetzt einfach mal Linux Mint 20.2 aus und würde sagen, wir kommen direkt mal in die Einrichtung. So, dafür muss ich das System aber erstmal noch starten. Da warten wir noch mal ein Momentchen. Gibt es auch die Möglichkeit, Linux auf einem iMac zu installieren, lese ich hier gerade. Das ist eine gute Frage. Ich persönlich habe damit leider gar keine Erfahrung. Es gibt viele Leute, die haben das schon geschafft. Ist es allerdings nicht ganz so trivial. Also in der Hinsicht vielleicht mal mal im Internet umschauen. Gut, das kann sich jeder. Ansonsten auch mal gerne in einem Forum. Beispielsweise gibt es da das Linux Guides Forum, ja, forum.linuxguides.de, aber auch verschiedene andere Foren, linuxmintusers.de beispielsweise oder ubuntuusers.de könnten euch da wahrscheinlich weiterhelfen. Es kommt wahrscheinlich auch aufs Modell an, welcher Chip da drin verbaut ist, weil da Apple ja manchmal eigene Sachen hat. Also da
Da würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, beziehungsweise ich persönlich habe damit leider noch gar keine Erfahrung gemacht, weil ich selber einfach keinen Index besitze. Aber es geht auf jeden Fall. Das höre ich schon häufiger. So, wunderbar. Okay, Linux wurde installiert. Wir sehen hier willkommen bei Linux Mint. Und ich würde sagen, wir gehen zu den ersten Schritten. Und das können wir hier einmal in den Willkommensbildschirm machen. Und jetzt können wir hier erstmal Schreibtischfarben auswählen, wie das alles aussehen soll. Beispielsweise wähle ich jetzt in meinem Fall, was ich immer gerne mag, dieses Blau aus. Das kann jeder einrichten, wie er will. Ob es ein helles oder dunkles Thema sein soll, ich belasse es hier auf dem dunklen, auf dem hellen, meine ich. Und dann können wir hier nochmal die Leistenanforderungen auswählen. Ob die Leiste jetzt eher klassisch aussehen soll, das ist dann so ein bisschen Windows XP-mäßig, ich sag mal von der Bedienung her mehr gesagt, oder modern, das wäre dann so ab Windows 7 bis Windows 10 so, wie wir es jetzt auch standardmäßig haben. Das lasse ich jetzt mal so. Dann empfehle ich euch, Systemschnappschüsse einzurichten. Dieses Programm sorgt dafür, automatisch, dass es halt eben, ich sag mal, Wiederherstellungspunkte von eurem System einrichtet. Wenn das System mal irgendwie kaputt gehen sollte, könnt ihr dann auf diesen Wiederherstellungspunkt wieder zurückspringen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ich muss sagen, ich persönlich habe es selber noch nie gebraucht, also noch nie reell wirklich gebraucht, dass ich sagen musste, okay, mein System ist so kaputt, das kriege ich nicht mehr hin. Das heißt, falls ihr jetzt genug Arbeit oder genug Festplattenspeicher haben solltet, solltet dafür schon mindestens 100 GB Festplattenspeicher haben, um das wirklich ernsthaft durchzuführen. Dann kann ich euch das aber auf jeden Fall empfehlen, weil ja, wenn dann doch mal irgendwas schief gehen sollte, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Genau, so, wir können unseren Schnappschussort auswählen, in dem Fall ist es sehr, sehr einfach, ich wähle weiter aus und ich empfehle euch immer wöchentlich monatlich zwei Stück und den Rest hier abzuwählen, das reicht vollkommen aus, denn euer PC dann einmal ja, monatlich jeden Monat einen Schnappschuss erstellt. Das reicht meiner Ansicht nach für den normalen Nutzer vollkommen aus. Wir wählen einmal hier weiter aus. Wir verändern hier nichts. Wir beenden die Einrichtung. Und ja, jetzt ist hier Timeshift aktiv und ja, wird zu jeder vollen Stunde quasi checken, okay, muss er irgendwas machen. Und dann halt je nachdem einen Schnappschuss erstellen oder eben nicht. So, dann können wir das einmal schließen. Hier oben haben wir eine Meldung, bitte Grafiktreiber überprüfen. Da kommen wir jetzt direkt schon dazu, zur Treiberverwaltung. Ja, können wir ja, uns aussuchen, wo wir die starten. Wir geben einmal unser Passwort ein. Das ist ganz, ganz wichtig, falls ihr eine NVIDIA-Grafikkarte habt. Dann könnt ihr hier ganz, ganz einfach gleich auswählen, dass ihr den NVIDIA-Treiber, den offiziell verwenden wollt. Der ist allerdings proprietär und von daher eben, ja, ich sag mal, auch gar nicht so ja, integrierbar mit dem Linux-Kernel. Aus irgendeinem Grund ja, müssen die NVIDIA-Leute so machen, die AMD-Leute müssen da gar nichts machen und alle anderen Leute auch nichts. Beispielsweise ich selber muss hier auch gar nichts machen. Bei mir kommt die Meldung nur, weil ich hier ein bisschen sauberer wird durch eine virtuelle Maschine. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. So, ja, Treiberverwaltung, wenn da steht, alles cool, wir müssen nichts machen, ist soweit in der Regel eigentlich immer alles cool. Also so richtig Treiber installieren, wie man es früher vielleicht von Windows kennt, hat man bei Linux eigentlich sehr, sehr selten. So, dann kommen wir zu eigentlich dem stärksten Feld von Linux Mint und das ist die Aktualisierungsverwaltung meiner Ansicht nach, beziehungsweise ja, sticht einfach besonders hinaus, weil die wirklich ganz, ganz viel kann. Ja? So, ich habe mir mal den Infodialog weggeklickt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr mal eine Minute Zeit habt. Und jetzt wird hier erstmal gefragt, wollen wir zu einem lokalen Spiegelserver wechseln? Das bedeutet, wollen wir unseren Server wechseln, wovon wir unsere Pakete oder wovon wir unsere Programme herunterladen? Normalerweise ist das halt eben irgendeiner, weiß ich gar nicht, in den USA oder sowas. Das könnte ein bisschen lange dauern, weil halt quasi alle, die das nicht umstellen, von diesem Server ihre Pakete beziehen. Und das könnte ein bisschen viel sein. Von daher habe ich hier mal Ja ausgewählt zum Wechseln, habe mein Passwort eingegeben und jetzt können wir hier diese Spiegelserver auswählen. Ich muss sagen, mittlerweile würde ich mir wünschen, dass das Linux Mint einfach schon automatisch macht. Das machen andere Systeme mittlerweile besser. Ja, in meinem Fall ist trotzdem noch die Friedrich-Alexander-Universität aus Erlangen die beste. Und ich bin hier gerade in Kiel, eigentlich ganz witzig. Bei mir ist es dann dafür umgekehrt, dass die FAU nicht am besten ist, sondern ich glaube Esslingen oder so. Also eigentlich auch nochmal komplett woanders.
So, ja, ich wähle jetzt einfach mal eines der oberen aus, hier beispielsweise Esslingen, bei den zwei Stück hier. Das muss man nicht machen, diesen Schritt. Ich würde Ihnen euch aber empfehlen, diese Anwendungspaketquellen so halt eben einzurichten, dass wir einen relativ schnellen Speicher haben. Beziehungsweise eine schnelle Leitung haben quasi, ja, je nachdem zum Server halt eben, wo wir das dann herunterladen können. So, währenddessen, der hier aktualisiert wird, können wir, glaube ich, gar nicht so viel machen. Das sollte aber auch nicht allzu lange dauern. Da ist es fertig, wunderbar. Dann gehen wir mal die Aktualisierung, gehen wir mal hier zur Aktualisierungsverwaltung wieder und jetzt kommt hier erstmal die Meldung, hey, wir müssen die Aktualisierungsverwaltung aktualisieren quasi. Das machen wir einfach mal. Wir geben unser Passwort ein. Ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Man kann dann nicht viel falsch machen. Und der aktualisiert jetzt erstmal die Aktualisierungsverwaltung, damit die anderen Pakete aktualisiert werden können. Das ist bei Linux Mint immer ganz witzig, um ehrlich zu sein. So, wunderbar. Das ist geschehen. Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele andere Aktualisierungen. Die solltet ihr jetzt am besten alle aktualisieren. In meinem Fall verschiebe ich das jetzt einfach mal nach hinten, damit wir einfach mehr Zeit für die anderen Sachen haben. Das könnt ihr ganz einfach hier rüber machen. Und zwar will ich das nämlich direkt auch mal einstellen, dass ihr automatische Aktualisierungen aktivieren. Das heißt, ihr müsst euch am Ende nicht mehr um die Aktualisierung zu kümmern. Das ist meiner Ansicht nach praktischer, als man denkt erstmal im ersten, ich sag mal, in der ersten Vermutung, weil halt eben, ja, ansonsten ganz, ganz viele Nutzer ihr System nicht aktualisieren. Und das ist viel, viel gefährlicher, als wenn man dem im Hintergrund das machen lässt. Das bekommt man bei Linux Mint eigentlich nie mit. Manchmal kann man ihn vielleicht dann gerade nicht für einen Moment herunterfahren, dann sagt er, hey, herunterfahren geht gerade nicht. Das war's aber. Er wird sich nie automatisch neu starten oder so ein Mist. Also da seid ihr bewahrt davor. Und man kann es immer wieder ausschalten und so. Also ist tatsächlich ganz anders aufgebaut als bei Windows. So, ich wähle hier einmal Bearbeiten, Einstellungen aus und gehe hier auf Automatisierung. Und das Einzige, was ich machen muss, sind hier diese vier Sachen aktivieren, würde ich euch beziehungsweise einfach empfehlen. Einfach hier draufklicken, dann wird hier gefragt, dürfen wir das machen? Dafür müssen wir unser Passwort einmal eingeben und den Rest können wir ja auch einmal aktivieren. Und dann ja, wird das schon automatisch gemacht, ist nur in der Kombination von den automatischen Systemschnappschüssen so zu empfehlen. Genau, haben wir jetzt aber in dem Fall gemacht, von daher passt das. So, dann wäre es das zu unserer Aktualisierungsverwaltung. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Die macht jetzt alles automatisch für uns. Und wir gehen zu den Systemeinstellungen. Das ist quasi so die Steuerzentrale von Linux Mint. Hier können wir ganz viele Sachen einstellen. Ich möchte jetzt in dem Fall Drucker theoretisch einrichten. Ich zeige euch das mal, wie es geht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Drucker im lokalen Netzwerk haben. Wahrscheinlich nicht. Ich wähle hier einfach mal hinzufügen aus. Und dann machen wir dieses kleine Dreieck bei Netzwerkdrucker auf und Netzwerkdrucker finden auf. Aber da findet ihr jetzt wahrscheinlich nichts. Ansonsten müssten da eure Netzwerkdrucker erscheinen. Da könnt ihr euch durch einen ganz, ganz einfachen Dialog durchklicken und dann sollte das in der Regel funktionieren. Kommt immer auf den Druckerhersteller an. Nicht alle Druckerhersteller unterstützen Linux, beispielsweise aber HP habe ich eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, kann man für Linux eigentlich immer sehr, sehr empfehlen. Zumal HP auch eigene Pakete für Linux anbietet, da sind sie doch ganz schön fortgeschritten. Ja, also es könnte sein, vor allem beispielsweise hier Samsung Laserdrucker habe ich nie zum Laufen gebracht. Also es kann schon sein, dass euer momentaner Drucker nicht mit Linux funktioniert. Ist ein bisschen schade, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ein anderes System nutzen oder dann halt irgendwann mal den Drucker, ich sag mal, ersetzen. Ist ein bisschen schade, ja, kann man aber tatsächlich gar nicht so viel von der Linux-Seite machen. Das liegt eher daran, dass tatsächlich weniger Linux nutzen und sich das für die Hersteller eben weniger rentiert, dafür, ich sag mal, Software anzubieten. So, dann hätten wir das zu den Druckern. Dann ja, können wir eigentlich hier den Willkommensbildschirm schon schließen, weil wir wollen jetzt noch die Firewall aktivieren. Das können wir hier auch in den Systemeinstellungen machen, indem wir hier Firewall auswählen. Dann müssen wir hier nochmal unser Passwort eingeben. Ihr seht, man muss ein Passwort bei der Administration von dem System schon relativ häufig angeben. Im normalen Gebrauch muss man das eigentlich nicht mehr. So, hier
ganz einfach die Firewall anzuschalten, müssen wir hier einmal auf Status klicken. Das ist immer ein bisschen verzögert, bis es angeht. Also einfach ein bisschen Geduld haben. Und jetzt ist das hier schon an. Könnt ihr das Profil noch einstellen. In dem Fall reicht das eigentlich soweit. Wenn ihr Regeln hinzufügen wollt, könnt ihr das dann hier über Regeln und dann das Plus machen. Möchte ich jetzt aber nicht weiter im Detail darauf eingehen. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ja, das wäre es zur Firewall. Und ich würde sagen, kommen wir mal dazu, wie wir Anwendungen installieren. Dazu gehe ich zur Anwendungsverwaltung. Die kann ich hier einfach unten links im Menü öffnen. Entweder hier über dieses Icon oder wir suchen einfach danach. So, das dauert immer ein Momentchen, wenn wir das erste Mal erstellen. Also keine Angst, das dauert nicht immer so lange. Währenddessen nehme ich hier nochmal einen Schluck aus meiner Tasse. Herrlich, herrlich. Es wird nicht wärmer, ich sag's euch. Es wird nicht wärmer. So, gut. Benutze nur Wetterspice. Oh, jetzt kommen ja schon die richtig coolen Vorschläge aus der Community. Sehr, sehr cool. Ja, da kann man wirklich viel machen. Es gibt auch ein paar Videos auf meinem Kanal mit Designs, dass man dann beispielsweise das so aussehen lassen kann wie in Windows 10 oder wie in macOS oder sowas oder wie ein ganz anderes System. Das ist sehr, sehr cool bei Linux. Wenn ihr da wollt, kann ich da auch mal wieder ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Habe ich die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Und da ändert sich tatsächlich immer mal wieder was. So, ich bin jetzt hier bei der Anwendungsverwaltung. Wie können wir jetzt eine Anwendung installieren? Ganz einfach, beispielsweise in meinem Fall will ich jetzt mal GNOME Maps installieren. Das ist auch eine sehr, sehr coole Anwendung. Ich wähle das einfach aus, wähle Installieren aus und wer hätte es gedacht, wir müssen einmal unser Passwort eingeben und dann installiert sich das schon vollkommen automatisch. Ja, und das funktioniert mit ganz, ganz vielen Apps so. Wir haben Spotify, wir haben eigentlich so ziemlich die meisten Apps, die man braucht, Zoom, Discord, eigentlich alles dabei. Ja, Microsoft Office leider nicht, dazu kommen wir aber auch nochmal gleich. So, das wäre die eine Möglichkeit, Apps zu installieren. So einfach ist es. Und stattdessen kann man auch bei speziellen Apps, die gibt es nicht im App Store, muss man dann ins Internet gehen. Also es gibt eigentlich insgesamt 6 verschiedene Möglichkeiten, Applikationen zu installieren. Dazu habe ich auch schon mal einen super Grundkurs gemacht, wie man das dann womöglich mal alles lernt und unterscheidet. Da kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. Ansonsten einfach mal auf YouTube suchen nach Grundkurs Paketverwaltung oder Grundkurs Programme installieren Linux. Dann findet ihr das. Kann ich jedem nur empfehlen, der da wirklich ein bisschen tiefer reinsteigen will. Ansonsten als andere einfache Methode, wenn wir jetzt beispielsweise Google Chrome installieren wollen, den wollen manche haben. Ich kann euch anstattdessen Chromium erstmal empfehlen, der ist auch klasse. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise noch Sachen streamen wollt auf Netflix und so weiter, dann geht Chromium nicht. Firefox würde zwar gehen, manche mögen aber eher Chrome, warum nicht? Ja, kann man alles machen, wie man will. Ich persönlich nutze tatsächlich eher nur Firefox, aber warum nicht? Ich gebe hier einfach mal chrome.com ein. Gibt es das eigentlich? Schauen wir mal, ob es überhaupt gibt. Ja, gibt es sogar. Schaut mal. Ja, wir wählen hier einmal Chrome herunterladen aus. Und dann wird hier gefragt, Chrome für Linux herunterladen. Wir wählen die erste Variante aus. Wir haben ein Debian- bzw. Ubuntu-System. Das passt für uns. Wir wählen akzeptieren und installieren aus. Und es wird akzeptiert und es wird installiert. Wir wählen hier einmal Öffnen mit GDB-Paket-Installationsprogramm aus. Das wählt er schon automatisch aus. Das ist perfekt. Wir wählen OK aus. Dann öffnet sich das hier. Es dauert alles mal ein Momentchen. Ja, genau. Und wir wählen hier einfach Paket installieren aus. Und Chrome würde sie installieren. Ich mache das in meinem Fall jetzt mal nicht. Brauche ich jetzt nicht. Aber genau, so würde es gehen. Ansonsten kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Wir wollen vielleicht auch unsere Online-Konten mit Linux mit verbinden. Man kann dann ein Microsoft-Konto hinzufügen, man kann ein Google-Konto hinzufügen, aber auch ein eigenes Konto, ein Nextcloud-Konto beispielsweise, was ich auch selber gerne benutze und tatsächlich auch meine ganzen, ich mache alles mit Nextcloud, also von daher ist es bei mir auch immer einer der ersten Schritte. Ich gebe hier einfach mal Internetkonten ein oder suche hier mal nach Online und ich wähle hier mal wählt das Ganze mal aus und dann können wir hier entweder ein Google-Konto hinzufügen, ein Nextcloud-Konto, Microsoft-Konto. Ich mache das jetzt in dem Fall mal nicht, weil da würdet ihr ein paar private Sachen sehen. Aber das ist wirklich ja, so einfach, wie es aussieht.
Das geht sehr, sehr gut. Und dann ist beispielsweise der Kalender, den wir hier drauf haben, auch schon automatisch synchronisiert. Genau, das wäre es jetzt einmal zu den Online-Konten. Ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu dem Punkt, dass wir unser Linux Mint fertig eingerichtet haben. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Ich zeige euch jetzt so mal ein paar Programme und empfehle sie vielleicht so ein bisschen, was ich vielleicht so machen würde. Weil ja, man hat dann doch manchmal etwas andere Nutzergewohnheiten, wenn man jetzt Linux und Windows vergleicht. Ich zeige euch am Anfang erstmal in Firefox. Ich muss sagen, mittlerweile hat sich da Firefox extrem verbessert, bis auf Online-Konferenzen. Da habe ich immer mal Schwierigkeiten gehabt. Manche andere tun genau das Gegenteil berichten. Ich glaube, da spalten sich so ein bisschen die Geister, wahrscheinlich auch so ein bisschen wie eine Religion. Aber was ich euch auf jeden Fall beim Firefox empfehlen würde, dass ihr hier einmal auf diese drei Striche geht, auf die Einstellungen. Und dann könnt ihr hier einmal bei Datenschutz und Sicherheit einmal die strenge Datenschutzrichtlinie auswählen. Der filtert damit ganz, 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 ganz viele Tracker weg. Und tatsächlich habe ich da letztens einen Testbericht gelesen. Alleine diese Einstellung hält schon gefühlt 80% ab. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen. Und die Webseiten funktionieren trotzdem eigentlich wie gehabt. Außer vielleicht spiegel.de oder bild.de oder sowas, die dann sagen, oh, du verwendest einen Adblocker, obwohl wir gar keinen Adblocker verwenden. Ich zeige dir die Seite nicht mehr an. Dann muss ich sagen, bin ich immer persönlich jemand, der dann diese Seite einfach boykottiert. Das bleibt aber jedem selber überlassen. Man kann das dann selber auch bei jeder Seite hier bei diesem Schutzschild einstellen, ob man da den verbesserten Schutz ein- oder aushaben will. Und ich gehe nochmal auf Einstellungen und gehe auf Suche. Und hier ist standardmäßig bei Linux Mint Yahoo eingestellt. Allerdings nur bei der deutschen Version, bei der englischen ist es DuckDuckGo. Ja, ihr könnt das auswählen, was ihr wollt. Ich beispielsweise nutze auch gerne immer Ecosia. Könnt ihr euch dann auch ganz einfach installieren. Das geht ganz einfach. Das brauche ich jetzt gar nicht zeigen. Aber ja, Standard-Suchmaschine umstellen ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, das wäre es erstmal ganz, ganz, ganz im Schnelldurchlauf zu Firefox. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Thunderbird. Das kann man auch sehr, sehr einfach einrichten und ist tatsächlich das E-Mail-Programm, was ich nutze und was ganz, ganz viele andere auch nutzen. Das heißt, falls ihr bis jetzt immer nur im Webbrowser wart und eure E-Mails gecheckt habt, kann ich euch nur Thunderbird empfehlen. Ihr könnt ganz viele E-Mail-Adressen auf einmal ansehen und alles Mögliche noch damit machen, Kalender direkt mit drin haben, Kontakte direkt mit drin haben. Die synchronisiert mit eurer Nextcloud oder mit eurem Google-Konto, das ist Hammer. Das bedarf allerdings ein bisschen Konfiguration. Ich glaube, da werde ich mal demnächst auch nochmal ein Video zu machen. Ansonsten könnt ihr das hier wirklich sehr, sehr einfach einrichten und dann funktioniert das super. Vielleicht nochmal hier ein kleiner Reminder, was ganz, ganz viele Leute, die nur Windows kennen, erstmal einen großen, ich sag mal, vor einer großen Frage stehen. Und zwar einmal, wie sie das Add-Zeichen schreiben. Das macht man auf Windows, ich weiß gar nicht ganz ehrlich, wie man das genau macht, aber auf Linux macht man es mit der Alt-GR-Taste. Das ist die rechte Alt-Taste, also die Taste rechts neben der Leertaste, bei mir jedenfalls. Wenn ihr die drückt und dann Q drückt, dann kommt halt eben dieses Add-Zeichen, was ganz, ganz viele suchen. So, das wäre es dazu. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter und kommen hier einmal zu LibreOffice. Ja, kommen wir hier schon direkt zu dem, was euch schon vorhin ganz groß interessiert hat. Und dazu öffne ich jetzt einfach mal hier LibreOffice. Ich wähle hier einfach mal den LibreOffice Writer aus, öffne das hier ganz einfach. Und was ich persönlich immer mache, ist tatsächlich mittlerweile, dass ich hier die Ansicht umstelle auf Ansicht und auf Benutzeroberfläche und hier in Registern anzeigen lasse. So, zack. Und jetzt haben wir hier Register. Wir haben jetzt hier Datei, Start, Einfügen, Layout, Bezüge, Überprüfen und so weiter. Ich muss sagen, ich persönlich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich das nur noch nutze. Je nachdem, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wenn ihr das wieder zurückstellen wollt, könnt ihr das hier über die drei Punkte machen und dann Benutzeroberfläche hier umstellen. Ich persönlich mag es aber so und dann sieht das schon viel, viel mehr nach Microsoft Word aus. Ja, das ist einmal so, wie ich persönlich
LibreOffice verwende. Ich persönlich bin auch nur LibreOffice-Nutzer und bin damit sehr, sehr zufrieden. Falls ihr aber doch mal nicht auf irgendwie Microsoft Word verzichten könnt, wollt, müsst, dann sieht es natürlich ein bisschen schwieriger aus hier unter Linux. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist einmal Word Online zu öffnen. Das schauen wir mal hier. Ich suche da mal danach einfach mal hier. Word Online. Ach, wunderbar. Die Suchmaschine ist verändert. Genau, könnt ihr dann einfach im Browser öffnen und dann eure Dokumente bearbeiten. Ansonsten gibt es auch noch einmal im Schnelldurchlauf SoftMaker Free Office oder halt eben die Bezahlversion davon. SoftMaker Free Office ist auch immer kostenlos. Das mögen anscheinend auch ganz viele. Also höre ich tatsächlich auch immer von Bekannten, dass die das gerne nutzen. Ich selber muss sagen, kann persönlich damit nicht so viel anfangen. Aber jeder, wie er will. Dann gibt es noch einmal Google Docs. Müsst ihr eigentlich auch so langsam jeder kennen. Einfach mal Google Docs suchen, findet ihr auch. Und dann gibt es noch einmal WPS Office. Das nutzen auch ein paar. Das ist, sage ich mal, so ähnlich wie FreeOffice, nur ein bisschen hübscher, aber dafür, glaube ich, ein paar weniger Funktionen. Schaut das euch gerne mal an. Aber allerdings sind diese Dienste alle proprietär und man weiß nicht so richtig, was mit den Daten geschieht. Außer FreeOffice, glaube ich, könnte man da wenigstens so ein bisschen mehr zutrauen. Das sind Entwickler aus Nürnberg, die das eigentlich ganz entspannt machen. Ja, ich kriege hier schon die Anzeige, dass die Zeit langsam um ist, aber ich würde mir die 5 Minuten nächstes Jahr noch nehmen, wenn das okay ist. 2, 3 Minuten. Oh, okay, ja gut. Dann lege ich jetzt mal ganz schnell noch los. Das war es eigentlich schon tatsächlich. In meinem Skript steht nicht mehr viel drin. Ansonsten, wo ihr noch Hilfe findet, ich kann euch ansonsten natürlich erstmal einen YouTube-Kanal empfehlen, aber auch eine Seite, die ich extra für Anfänger erstellt habe, linuxguides.de/FAQ, einfach mal eingeben und dann findet ihr hier eine riesige FAQ für Neueinsteiger, die da einfach mal verschiedenste Fragen direkt mal beantwortet bekommen. Wirklich ganz, 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 ganz viel. Wer auch ein bisschen was lernen will über Linux, kann ich euch nur empfehlen, da mal drüber durchzustöbern quasi, speichert euch die Seite gerne als Lesezeichen, verbreitet die gerne weiter, wenn ihr da, ich sag mal, Ideen habt, was für Fragen da noch fehlt, dann könnt ihr das auch gerne uns schreiben. So, das wäre es gewesen. Ich hoffe, euch hat der Vortrag ein bisschen weitergeholfen. Ihr habt vielleicht die ein oder andere neue Sache gelernt oder wenn ihr jetzt tatsächlich auch Linux so installiert habt, hat mich das sehr, sehr gefreut, dass ich euch hiermit weiterhelfen konnte. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß bei den Kieler Linux-Tagen beziehungsweise hier beim Linux Presentation Day. Wunderbar, ich würde sagen, wir auf YouTube gehen ganz kurz in die Pause. Bis gleich.